Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir schauen uns die nächsten Questline-Sachen an, die freigeschaltet werden in den Anekdoten vom Lanternenritual. Wir sind hier gerade bei Klotz trifft Sivai. Hab ich gestern irgendwelche zwei verpasst oder gingen die irgendwie nicht oder so? Könnte schwören, gestern hätte ich zwei machen müssen, aber die waren bei mir, die gingen nicht oder die waren einfach nicht da. Auf jeden Fall, wir sollen jemanden helfen, so ein Poet. Müssen so ein paar Stellen, sollen wir für ihn fotografieren. Ich glaube, die Quest startete hier. Ja, der stand hier oben irgendwo, mit dem haben wir kurz gesprochen. Der gibt uns dann zwei Positionen an, die wir fotografieren sollen. An der ersten bin ich schon. Und ihr seht, es passiert nichts. Und nun habe ich natürlich gedacht, ja, ist klar. Wir müssen unseren Fotoapparat nehmen. Den bekommt man hier in Liyue bei der Quest. Aber es passiert nicht. Also habe ich überlegt, irgendwo ist noch mal eine andere Kamera, und zwar im Menü hier ist noch mal eine Kamera. Wir können so super mega viel an mit dieser Kamerafunktion einstellen. Enter Foto. Und jetzt einmal geschafft, und er sagt euch auch hier, dass diese Kamera nicht geht. Und ihr bekommt den nächsten Spot, den ihr fotografieren sollt. Also von dem aus ihr fotografieren sollt. Und zwar ist das der andere Spot, wo wir schon mal waren, wo sich ein anderer Poet mit dem Maler getroffen hat, bei der anderen von den Quests. Ja, hallo, Bewegung. Ich habe nicht so viel Zeit. Also es ist wirklich, du musst halt diese Kamerafunktion aus dem Menü heraus benutzen, weshalb auch immer. Und ich glaube, ich muss auch, glaube ich, nicht nachts sein. Man kann das, glaube ich, auch am Tag machen. Kamerafunktion an. Auch durch einen schönen Winkel. Drückt Enter. Müsste es, glaube ich, nicht mal speichern. Und ja. So. Schließt man halt die Quest. Aber ich habe gesehen, Anzeige brauche ich nicht, ich weiß, wo das ist, dass da Leute heute früh mit Probleme hatten. Ich habe heute früh, ich habe die Quest auf meinem zweiten Account gemacht, und dann hatte ich in ein paar Livestreams reingeschaut, die sich das Ganze gleich morgens früh gegeben haben, und die hatten dann Probleme. Deshalb jetzt nochmal gezeigt. Warum? Nein. Hatte ich das jetzt? Ich glaube nicht. Ich wüsste auch wieder nicht, wie das aussieht. Welches war das? Was war das? Also ich habe die mobile Kochstation halt hier gar nicht. Und auf dem anderen Charakter habe ich die.
Okay. Jetzt gehen wir kurz was kochen, dann sind wir gleich wieder da. Okay, schnell was gekocht, einfach vom Berg runter zu den Ruinen. Hier stehen zwar zwei Fatui rum, aber die könnt ihr eigentlich ganz schnell umhauen. Und dann ist die Kochstation auch zu benutzen für euch. So, wenn ihr die mobile Kochstation noch nicht habt, von den... wo ist die? Bei... Ist die bei Mondstadt? Wenn man da diese Questreihe macht. Dann müsst ihr halt nicht extra bis in eine Stadt zurückporten, dort euch was suchen, einfach da den Berg runter. So. Rip, hat mit der Poesie nicht geklappt bei ihm? Nee. Okay, das war das. Ich habe ein paar Laternen gemacht. Mann, die klauen mir dein ganzes Inventar. Should I save this money or infest it? Oh, how the wolves prey upon me. So. Da oben war das. Natürlich, ihr müsst jetzt hier nicht so dumm rumhüpfen, wenn ihr die Windflasche habt. Ja.
Dann könnt ihr euch natürlich auch einfach aufs Dach pusten lassen, ne? Und auch diese Quest ist fertig. Ich muss nur gucken, es dauert glaube ich noch einen Tag. Genau. Dann geht das weiter. Okay. Nee, dann war das richtig. Ich habe gedacht, hier zwischen waren noch Quests. Hab ich mir... Genau, morgen. Geht dann dieses hier auf mit den neuen Aufgaben. Also man kann die fertig machen, dann müsste das neue aufgehen, so wie ich das verstanden habe. Das geht. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich das später noch. Theater. Ja, ihr seht, ich habe da schon einiges von abgeschlossen. Hier. Achso, heute bekommt man eine neue Maschine frei. Sprengfalle. Gönnen. Okay, ihr seht hier, ich habe meine Maschinen alle schon auf Stufe 5 gebracht. Das ist eine Aufgabe. Wo ist das? Wo ist das? Hier. Höhe die Stufen von 5 Arten von Vorrichtungen auf 5. Das andere ist halt einfach nur immer die verschiedenen Schwierigkeitsstufen abschließen. Die verschiedenen Schwierigkeitsstufen abschließen mit allen besiegten Gegnern, ohne dass halt welche durch entkommen durch die Portale. Und wie gesagt, da müsst ihr euch ein paar andere Videos zu suchen. Da am besten einfach, wie gesagt, englischsprachige. Sucht ihr einfach Genshin Impact Theater. Difficulty 1, 2, 3. Und dann Success oder Successful. Und dann sind das meistens irgendwelche Guide-Videos, die euch zeigen, wie ihr das perfekt macht, welche Stufen an der Figur ihr braucht, um das perfekt zu machen und so weiter. Wenn ihr nicht genug Punkte habt, um die Figuren auf die Stufe zu machen, dann macht einfach die leichteren nochmal. Dann bekommt ihr zwar so die Belohnungen immer wieder. Wenn ihr irgendwann genug Zeug habt und die ganzen Vorrichtungen auf 5 vorerst aufzuwerten. Bis Stufe 6 kann man im Moment. Aber da kommen halt keine Effekte mehr zu, sondern irgendwie wird der Damage, glaube ich, jetzt nur noch höher von den einzelnen Sachen. Jo. Heute ist Schwierigkeitsstufe 4, das heißt, wenn ihr Stufe 2 und 3 nicht geschafft habt mit null entkommenen Gegnern, dann sucht euch einfach halt ein Video mit Difficulty 2 Success oder sowas. Oder Easy Way to Beat Theater, Genshin Impact, Difficulty. Ganz einfach.